Hallo meine Freunde, willkommen zu meinem Flüdern. Boss! Willkommen zu meinem Video, meine Freunde! Manuelsen kreischt Animus mit dem Messer an! Manuelsen, ich kann auch verstehen, dass du sauer bist! Keine Frage! Ich war auch sauer auf Animus! Aber du hast ihm doch eh schon gegeben! Was für Messer, Alter! Den Jungen kann man nicht ernst nehmen! Vorbei ja noch, du! Ja, kommt her, werden wir mich testen! Und dann bam, 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 paar Klatschen gekriegt. Und dann ist er am Sofa eingeschlafen. Animus, merkst du nicht, dass du deine Rolle übertreibst, Mann? Was macht man nicht, Mann? Du willst ein Mann sein, aber lässt dich dann irgendwie wegklatschen und rufst Leute an? Was ist ehrenlos, Mann? Männer klären ihre Sachen alleine. Oder ein Boss hat sich nie Hilfe gesucht. Hat aber seine Sachen alleine geklärt. Was mit dir machst du nicht, Mann? Überdenk mal über dein Mannsein. Denk darüber nach, was du tust. Ja? Mein Gott, keine echten Männer mehr. Diese Rap-Geschichte des Kindergarten. Kommen wir schnell zum nächsten Thema, Mann. Der gute alte Hexenmeister beleidigt wieder Manuelsen. Bushido. Oder ehrlich gesagt, Sushido, Mann. Ne? Wenn ich du wäre, würde ich kleine Brötchen backen. Ohne Arafat-Schutz läuft nicht mehr bei dir, ja? Du hast jeden ausgenutzt, Echo, Farid, Keule, für deine komische Karriere, Mann, hä? Ohne die gäbe es Verkäufe nicht gut, hä? Und dann lässt du dich auf JPG3 beleidigen und wehrst dich nicht, hä? Und spielst sogar deine Feinde, machst Frieden? Du bist ein ehrenloser WoW-Spieler, was ist los, Bushido, hä? Du 31er. Und dann machst du auch noch Manuelsen fertig. Den du einfach beleidigst, Mann, was nimmst du dir raus? Du sollst die kleinsten Brötchen backen, Sushido. Du weißt, wer ich bin, nur zum Boss, Mann. Also pass auf, was du tust. Okay, meine Freunde, das war's wieder von nur zum Boss. Aber nur und like nicht vergessen, meine Freunde, und ciao, Mann.